Moin Moin und willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier noch am Kalken von Feld 20 und 21. Das werden wir in dieser Folge auf jeden Fall zu Ende schaffen, bringen. Ja, mit Kalk sollte ausreichen. Auf 56%. Ich bin da guter Dinge, dass das reicht. Und dann geht's auch ans Ansehen eigentlich. Oder werden wir erst, doch, wir werden erst ansehen, bevor wir die Silageballen einsammeln. Geht auch immer noch auf der Uhr. Ja, hinten geht das Feld ein bisschen spitzer zu. Passt doch perfekt diesmal. Sehr schön. Einmal drehen. Oh. Der Streuer gefällt mir ganz gut. Den benutzen wir auch mit den Farming Friends. Benutze ich den ja auf dem Mühlenkreis Mittelland. Ja, im anderen Let's Play hier auf dem Kanal. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut mal rein. Ja, sind schon einige Folgen online. Geht euch vielleicht erstmal in den Trailer rein. Ja, das macht auch viel Spaß immer mit den Jungs. Ist ein Mod der Kalkstreuer, ist nicht im Originalspiel enthalten. Dass man auch mal was anderes nimmt, nicht immer die Sachen aus dem Originalspiel. Auf Dauer sind die auch ein bisschen öde und langweilig. Immer dieselben Geräte nimmt. So, noch 29% Kalk. Das Feld ist gleich durch. Ja, das sollte reichen auf jeden Fall. Aber fürs nächste Mal Kalken müssen wir den wieder auffüllen. So, noch einmal ausschalten und wieder anschalten schnell. Ja. Ich würde sagen, Kalkauftrag erledigt. So gut wie. Ein Stückchen hier noch. Perfekt. Es geht zurück zum Hof. Ja, ansehen würde ich sagen, ne? Was sehen wir an, war immer noch die Frage. Ja, schauen wir mal gleich, wenn wir am Feld angekommen sind. Können auch mal gucken, was beim Verkaufen am meisten Geld so bringt. Ich glaube, Sojabohnen ist da immer sehr weit vorne. Da ist der Ertrag noch ein bisschen weniger. Der Ernte. Entschuldigung. Aber wir können auch Hafer oder sowas machen. Wir holen uns erstmal die Sämaschine. Müssen wir mal gucken, ob wir die noch auffüllen müssen. Dünger und Saatgut. Vielleicht vorsichtshalber einmal voll machen, bevor wir hin und zurück fahren müssen gleich. Kalkstreuer müssen wir beim nächsten Mal oder fürs nächste Mal auf jeden Fall füllen. Neu befüllen. Das heißt, den werden wir auch gar nicht so weit wegstellen. Ne? Ich glaube, den stellen wir mal hier vorne einfach ab. Dass wir das nicht vergessen. Mensch, der Trecker sieht jetzt aber auch gut aus nach dem Kalken. Okay. Hier und die ganzen anderen Sachen müssen wir mal langsam aufbauen. Jo. Oh, da ist noch ziemlich viel drin. Ich glaube, das reicht. Wir machen mal die Rundumleuchten an. Auf dem Weg zum Feld. So, Sojabohnen sind momentan eingestellt. Ölrettich? Nein. Gras? Nein. Roggen? Nein. Vertikale? Nein. Weizen? Gerste? Hafer? Raps?
Sojabohnen. Ja. Was machen wir? Ich würde sagen, wir fahren einmal zum Feld und dann gucken wir mal, was beim Verkaufen am meisten bringt. Sonst, ja. Weizen geht immer. Oder nochmal Sojabohnen, weil das Feld da oben auch Sojabohnen hat. Ich glaube, wir machen Sojabohnen. Müssten beim Verkaufen auch ganz gut was bringen. Schauen wir uns gleich mal an. Ich halte da vorne an, nicht während der Fahrt. Nicht ablenken lassen beim Fahren. Sonst braucht man noch einen Unfall. Wollen wir nicht. Da. Aufklappen kann ich sie aber schon mal, die Horsch. Die Maschine. Dann gucken wir mal. Ja, Sojabohnen bringt 1813 Euro. Kann er nicht mithalten. Raps bringt auch Sonnenblumen. Ach, Sonnenblumen können wir gar nicht ansehen damit. Ja, wir machen Sojabohnen auf den beiden Feldern. Einschalten können wir schon mal. Dann geht's. Ah, da fehlt ein Stück. Gerade neu ansetzen. Reichen. Verdrehen. Wie gesagt, wir machen beide Felder, das Feld 20 und Feld 21, weil die ja nebeneinander liegen. Bis auf die Straße, die dazwischen ist. Immer dasselbe auf. Sprich auf beiden jetzt Sojabohnen und immer gleichzeitig ernten dann, also zusammen. Damit das auch ein bisschen Sinn ergibt. Und ein Abwasch ist. Lohnt sich einfach mehr. Ja, baut doch gar nicht so schwer. Hier einmal zwischendurch anheben. Und hier wieder absenken. Ja, das hat geklappt. Einigermaßen würde ich mal sagen. Na, ich hoffe, wir kriegen das in dieser Folge durch. Und beide Felder könnte der Geschwindigkeit doch etwas problematisch werden. Boah. Die sind dann auch schon einmal gedüngt. Die zweite Düngestufe fehlt dann noch. Und später Unkraut drauf entfernen müssen wir. Wenn es denn irgendwann da ist, das Unkraut. Noch ist ja kein Unkraut da. Das sollte reichen. Die Horsch-Seemaschine gefällt mir immer sehr gut. Die nehme ich öfter eigentlich. Weil ich finde, die hat eine ganz gute Arbeitsbreite für die erste Seemaschine. Die düngt gleichzeitig mit. Das gefällt mir sehr gut. So. Falls ihr euch fragt, warum die Seemaschine und der Trecker so weiß werden, das kommt vom Kalk. Ich habe den Real Dirt Mod drauf. Und das ist authentisch alles. Deswegen, wenn das jetzt übers Kalkfeld fährt, wird er leicht weiß. Sieht auch nicht schlecht aus, so, ne? Also, eine ganz coole Mod eigentlich. Bin ich ein bisschen links rüber gekommen. Das macht überhaupt nichts.
Ah, hier müssen wir mal zurücksetzen. Das. Wegen diesem blöden Abwasserschacht da. Ja, guckt mal. Jetzt haben wir schon fast den ersten Kreis einmal rumgefahren. Geht ja doch relativ zügig. Setzen wir da hinten neu an, oder? Ja. Kurbel leider vorne. Nächste Spur daneben. Ach, Saatgut und Dünger reichen auch auf jeden Fall in der Saatmaschine. Eine beruhigende Aufgabe, merke ich gerade, sich hier ein bisschen zu konzentrieren aufs Ansehen. Kann man gut beabschalten. Ja. Wenn ihr gestresst seid, Felder ansehen. Das beruhigt. Ja, müssen wir leider noch mal ein bisschen drüber sehen, über das fertig gesäte wegen der spitzen Ecke hier. Kommen wir nicht drum rum. Als nächste Anschaffung ein weiterer Trecker. Hättet ihr da Wünsche? Welche Marke? Ich hätte gesagt, noch einen mittelgroßen Traktor. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ein großer Traktor macht gar keinen Sinn, finde ich. Derzeit jedenfalls nicht, weil wir die Geräte gar nicht haben. Also. Mehr als mittelgroß benötigen wir nicht. Wir haben jetzt einen Fendt, wir haben einen Klaas. Ja, es sind zwei grüne Traktoren, vielleicht noch einen dritten grünen John Deere. Oder wir nehmen eine andere Farbe, New Holland, blaues rein. Oder ein Case, Massey Ferguson, auch noch möglich. Ja. Vielleicht ein bisschen PS stärkeres. Aber noch haben wir natürlich gar kein Geld dafür. Oder doch den Unimo. Ich weiß es aber ehrlich gesagt halt nicht. Eigentlich benötigen wir auch momentan noch keinen weiteren Trecker. Aber für die Zukunft muss man ja schon mal überlegen. Und warte mal, wenn wir hier ein bisschen genauer fahren. Ja, es kommt damit. Bei Bahn aus, oder? Leider nicht. Glaube leider nicht. Nee. Aber da haben wir ein Stück übergelassen. Ja, bleibt ein Stück über. Was macht nichts. Hinten sind. Hier vorne wird das Feld nicht ein bisschen schmaler, habe ich das Gefühl. Kommen wir hier mit zwei Bahnen aus und brauchen dann da hinten noch ein ganz kleines Stück noch mal sehen. Heißt, wenn wir Glück haben, ist das die letzte Fahrt in diese Richtung. Das sieht sehr stark danach aus.
hatte ja echt Sorgen, dass das Saatgut und der Dünger nicht reicht, aber da verbraucht man ja doch weniger als gedacht. Kann man immer so schwer abschätzen, finde ich. Jede Saatgutmaschine hat ja auch einen anderen Tankgröße. Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Haben wir alles erwischt? Ja. 20 gleich durch, 21 auch noch eine Bahn. Und dann ist erledigt. Unser Folgenziel. Passt perfekt. So hatte ich mir das auch gedacht. Immer gut zu wissen für die Zukunft. Für die nächsten Ansee-Projekte. Ja, hier müssen wir nochmal langfahren, das habe ich mir schon gedacht, weil hier ist das Feld ein bisschen breiter. Da passt das nicht ganz so. Wo kommt das raus? Ja. Oh, das war zu weit. Ich dachte, ich könnte so schön rückwärts, rasant rückwärts mich positionieren. Das hat nicht geklappt. So. Freunde, es ist vollbracht. Das Feld ist gleich fertig gesät mit Sojabohnen. 21 und 20. Passend zum Folgenende haben wir es geschafft. Ja. Leute, wir beenden die Folge. Macht's gut. Schaut wieder bei mir rein, wenn es wieder heißt, Lucky Lucker zockt auf der Geiselsberg im Landwirtschaftssimulator 19. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut es bitte. Es würde mich freuen. Lasst einen Kommentar da, Daumen nach oben und empfehlt mich doch einfach mal weiter. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal auf meinen Discord vorbei. Können wir vielleicht auch mal eine Runde zusammen quatschen, ne? Macht's gut. Bis dahin, euer Lucky.